Letztes Mal bei Erben des Feuers. Maria, wo kamst du denn jetzt her? Glaubst du an schwarze Magie? Verschwinde. Ich will dich nicht mehr sehen. Nein, würde doch bloß helfen. Ich könnte im Erdboden versinken. Ist das cool, du kannst hexen? Theodor kann hexen. Niemand kann hexen. Sowas gibt es nicht. Vater, ich habe heute ein Mädchen beim Hexen gesehen. Ich kümmere mich darum. Es gibt wieder Arbeit, meine Große. Leute. Wo ist Maria? Ich muss mit dir reden. Man erzählt sich, Bamberg sei ein Kraftort. Aber die alten Gebäude erzählen auch von einer anderen Zeit. Was heute malerisch schön ist, hat eine düstere Vergangenheit. Die Bamberger Hexenverbrennungen. Reden. Was willst du denn hier? Seit wann darf man nicht mehr ins Jutz gehen? Boah, Maria! Was willst du denn von Maria? Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Du bist ihm über die Leber gelaufen, mir auch und Maria auch. Hey, hey, hey! Lass es mal die Leber für einen Augenblick, okay? Was wolltest du uns eigentlich sagen, Rebecca? Euch? Ich glaube, ich habe Maria gefragt. Boah, Maria! Ich weiß, dass du hier bist. Ich muss dir was sagen. Wegen der Sache neulich mit Theodor. Hallo? Okay, vergiss es. Ich habe meine Hilfe angeboten. Ihr wollt mich hier nicht. Gut, ich will hier auch nicht sein. Hey, okay, sag schon, worum geht's? Um dich? Sie ist ins Jugendzentrum gegangen. Was soll die denn im Jutz? Die geht auch genauso wenig hin wie wir. Marie und ihre Freunde treffen sich da häufiger. Ich traue dieser kleinen Ratte nicht einen Millimeter. Wo sie auftaucht, gibt's Ärger. Kommst du rein? Nein. Ich muss näher ran. Steig aus und observiere sie. Berichte mir später. Du bleibst hier. Ein paar Jahre im Magnus-Internat sollten sie schon gerade biegen. Man muss sie früh formen. Aschberg hat's auf dich abgesehen. Na, Theodors Vater? Komm schon, du kannst das. Auge zu Auge, Ohr zu Ohr. Ich fühle mich nicht gut. Theodor, diese Nervensäck schleicht mich schon seit einem Monat hinterher. Das klingt irgendwie bescheuert. Sowas habe ich mir natürlich nicht gefallen gelassen. Deswegen habe ich mich an ihm gerächt. Was erzählst du eigentlich für einen Müll? Niemand verfolgt dich und Theodor ist einfach nur da. Warum bist du so eklig zu allen? Gut, mach, was du willst. Aber Aschberg ist jetzt dir auf den Fersen. Er weiß, was du kannst. Ach ja, was kann ich denn Tolles? Hexen! Hey, helf mir mal. Irgendwas ist mit Elena. Schnell, mach die Fenster auf, Basti. Komm. Hey, wer bist du? Hey! Zu spät. Sie sind hier. Wer? Theodors Vater? Ja. Das ist alles deine Schuld! Sei es oder ich! Ruhe jetzt! Wenn das da draußen wirklich dieser Aschbeck war, dann stellt sich die Frage, was er von Maria will. Aber vor allem, was er von dir will, Rebecca. Ich kann auch hexen. So. Ich will mich nicht wichtig machen. Was?
findet man. Na super. Sonst noch jemand? Ich will auch was können. Hey, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin im falschen Film. Ich schwör dir Gott, ich gehe nach Hause. Es war gut von dir, dass du heute hergekommen bist. Ich bin zu Hause, Mama. Mama! Wer bist du denn? Nicht deine Mutter. Sei nicht so zickig, Lucy. Du musst unsere neue Cousine Maria hören. Und du bist? Leander. Einfach Leander. Und? Was hast du so drauf? Ich glaube, die ist eine Invi. Ach nein, wie niedlich. Puh! Aber nein, jetzt ohne Schmarrn. Ich finde es super. Sei doch nicht gleich eingeschnappt. Wir in Berlin sehen die Dinge halt etwas anders. Oh ja. Ich könnte ja nicht leben auf Dauer. Ich bin wieder da! Ah! Ihr habt euch schon kennengelernt. Das sind Lucia und Leander aus Berlin. Sie bleiben für eine Weile bei uns, solange ihre Eltern verreist sind. Was? Das nicht auch noch? Mama, ich muss dir was erzählen. Es ist soweit. Darauf habe ich lang gehofft. Komm, mein Schatz, ich muss dir was zeigen. Porr.